He just wants to get past his teammates, which he does. No, he's got a puncture. They made contact. Grad, strahlender Sonnenschein. Und wir sind in Spanien, Barcelona. Streckenlänge 4,6 Kilometer. Wir haben 16 Kurven. Perfekt für ein GT3 Rennwochenende. Herzlich willkommen hier in Spanien, Barcelona, zu unserem Hobe Sim Racing GT3 Pro AM Cup, einem Trainingsrennen unserer Pro AM Liga. Ja, wir gehen in die Einführungsrunde. Das Qualifying müssen wir euch leider vorenthalten. Das habe ich nämlich schlicht und ergreifend vergessen zu speichern. Das heißt, wir machen es auf eine andere Art und Weise. Wir gehen mal rein, schauen uns an, wer mit dabei ist. Neu am Start ein Ersatzfahrer, Hannes Bärwinkel, auf der 1 gleich mal super reingekommen in die Liga. Schauen wir mal, wie lange er dabei ist. Er hat schon angekündigt, dass das nicht wahrscheinlich nicht auf Dauer sein wird. Würde uns aber freuen, wenn er sich vielleicht doch umentscheidet und doch da bleibt. Auf P2 startet Jeff Everts, gehört schon zum Inventar von unserer Pro AM Hobe Sim Racing Liga. Auf der 3 auch das erste Mal mit dabei in seinem Bentley David Büge. Auch starke Pace gehabt, auch ein tolles Qualifying hingelegt. Auf der 4 auch ein neuer Fahrer, auch zum ersten Mal dabei. Auf der 4 mein Teammate Daniel Hofmann in seinem Audi R8 Evo 2. Auf der 5 auch zum ersten Mal dabei, neuer Fahrer, Jerome Eckhardt. Auf der 6 Detlef Kiep in seinem Honda NSX. Auf der 7 Helder Guerra, gehört auch zum Inventar mittlerweile schon von Anfang an dabei, mit der 555 in seinem Audi R8. Auf der 8 meiner einer Matthias Weckl, auch wieder im Audi unterwegs. Auf der 9 Steffen Rosse in seinem McLaren 27S. Von der 10 geht an den Start Rudi Geis, das Urgestein von Hobe Sim Racing, auch von Anfang an mit dabei. Auf der 11 Patrick Schröter in seinem Honda NSX. Auf der 12 geht ins Rennen Jan Hansel mit der Startnummer 41. Von der 13 startet diesmal Patrick Till, da ist das Qualifying nicht ganz so gut gelaufen. Aber mal schauen, vielleicht geht was nach vorne. Remo Kipfer zum ersten Mal dabei von der 14. Von der 15 Sebastian, Vorname weiß ich leider nicht, B-Punkt, auch zum ersten Mal dabei. Von der 16 auch neu am Start, Andreas Volkmann in seinem Porsche. Und von der 17 geht ins Rennen Dominik Socher, seinem Ferrari, einzige Ferrari im Feld. Ja, gehen wir auf die Startziel, sind im Double File. Gleich starten wir. Jetzt geht's los. Ja, in Barcelona hier. Schauen wir mal auf den Start. Die ersten drei sind ganz dicht beieinander. Vorne Hannes Bärwinkel, dann Jeff Everts und David Büge. Ein super Start erwischt. Geht in der Mitte durch. Schauen wir mal, ob es kommt. Ja, wird eng. Ah, perfekt. Kommt super durch und kann sich da durchsetzen in der ersten Kurve direkt von der 3 auf die 1 vorgefahren. Und hinten, vielleicht habt ihr es am Bildrand gesehen, hat es ein bisschen geknallt. Schauen wir uns gleich nochmal an. War der Rudi Geis involviert, wenn mich nicht alles täuscht. Mein Teammate konnte die 4 halten von der Position her und er ist alles sehr dicht beieinander da. Und da geht es schon hier in dem Too Wide in Turn 4. Ah, und da kleine Berührung mit dem Jerome Eckhardt. An der Stelle nochmal sorry, das war, denke ich mal, definitiv mein Fehler. Ich dachte, ich bin da schon vorbei und habe es sehr zugemacht.
Also an der Stelle hätte ich ein bisschen mehr Platz machen sollen. Sorry nochmal dafür. Auf der 13 Rudi Geis, wie gesagt, das schauen wir uns gleich nochmal an. Da hat es am Start einen kleinen Rempler gegeben, deshalb ist ein bisschen zurückgefallen. Aber auch da, wie ein Rudi kennt und das schon ein paar Mal angeguckt hat, jetzt aufgeben gibt's nicht, ne? Nach vorne kämpfen. Jerome Eckert jetzt leider durch den kleinen Rempler da von mir auf 12 zurückfallen. Da vorne geht schon richtig zur Sache. Hannes Bärwinkel muss jetzt seine Position hergeben. Jeff Eberts ist da vorbeigekommen auf der Geraden. Audi ist ganz stark auf der Geraden, gerade in Spanien auch. Also es ist immer wieder auffällig, aber ich hatte subjektiv den Eindruck, in Spanien war es noch mal krasser. Also da konnte man wirklich gut ranfahren, gut wegfahren. Einen unheimlichen Topspeed auf den Geraden. Dafür in den Kurven dann ein bisschen langsamer unterwegs. Ja, und Hannes Bärwinkel musste hier auf 3 anstellen wieder. Jerome Eckert jetzt nah an Remo Kipfer dran. Und der zweite. Oh, und da hat sich jemand rausgedreht. Das müsste Jan Hansel gewesen sein in seinem BMW. Eieiei. Ja, der hat jetzt auch gut Zeit verloren. Der war hinter mir. Und der hat gut Plätze einbüßen müssen. Schauen wir uns nochmal an gleich. Ja, da fährt er in die S hoch. Ja, und da kommt er innen zu weit auf den Carb. Und dann verliert man sofort, hat man keinen Grip mehr. Und ein bisschen blöd, auch vom Lenkeinschlag her drüber fährt, kommt das Heck, dann ist es rum ums Eck. Der hilft auch der BMW nichts. Ja, und ich versuche mich da irgendwie am Helder Guerra dran zu halten. Da ist das Feld noch gut nah beieinander eigentlich. Alles, wenn man so die Abstände anguckt. Detlef Kiep auf mein Teammate Daniel Hofmann, 4 Zehntel. Der Helder Guerra auf dem Kiep, 5 Zehntel. Schauen wir uns den Start nochmal an, hier aus der Sicht vom... Oh, voilà. Okay. Da kommt Patrick Schröter mit Remo Kipfer zusammen und der drückt den Rudi Geis ein bisschen raus. Also es war für alle drei nicht ganz so geschickt. Patrick Schröter hat jetzt nicht so viel einbüßen müssen. Der kommt da bisschen weiter vorne wieder raus. Ah, voilà, voilà. Okay, und da dreht Patrick Schröter dann trotzdem raus. Nächste Kollision mit, weiß jetzt nicht genau wer das war, müsste aber Kipfer gewesen sein. Ja, passiert, ne? That's Racing, das würde ich jetzt tatsächlich als Rennvorfall einstufen. Ich meine, das kann gerade in der Startphase passieren. Also haben sie alle in meinen Augen trotzdem sehr fair verhalten. Da war jetzt nicht großes Drängen oder Wegdrücken oder gar absichtliches Rausblocken oder irgendwas, sondern es war einfach sehr eng am Start. Und da hat man ein bisschen Lackaustausch ab und zu mal. Das passiert leider. Ui, und da schon wieder Jan Hansel rausgedreht, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, und da bin ich relativ nah jetzt hier am Steffen Rossi dran. Ah, komm aber da nicht vorbei. Also das ist, der Geschwindigkeitsüberschuss reicht dann doch nicht ganz so. Er hat ein bisschen weit rausgekommen, ein bisschen Grip verloren. Aber gut, ich wollte auch nicht innen reinstechen. Nicht, dass wir da dann beide irgendwie einen Schaden davon tragen, muss ja nicht sein. Ich habe mich da eher so ein bisschen auf die Gerade verlassen wollen, weil ich weiß oder wusste, dass der Audi tatsächlich auf
auf der Geraden wirklich gut geht. Aber offensichtlich der McLaren auch, so wie es ausschaut. Bisschen ranfahren ging, aber vorbeifahren war ich da noch zu weit weg. Da hinten ging Jan Hansel an Dominik Socher vorbei. Vorne kann sich der David Büge schon ein bisschen absetzen jetzt. Trotzdem immer noch eng beieinander, aber denkt man so circa an die Sekunde wird es schon sein beim nächsten Aktualisieren des Timetables, müssten wir es genau wissen. Da auch Jerome Eckhardt recht nah jetzt schon am Remo Kipfer dran, auf 4 Zehntel. Probiert das außenrum, aber der ist ja zu weit weg. Keine Chance da noch. Kommt es halt jetzt auf dem Exit an, ne? Nah dran bleiben, versuchen da irgendwie sich hinten ran zu heften. Und dann den Exit auf die Startziel zu erwischen. Da jetzt hält der Guerra an Detlef Kind dran. Und da seht ihr es, ne? Die Topspeed vom Audi, das ist wirklich unglaublich auf der Geraden. Spielend leicht kommt er da vorbei. In den Kurven ist dann, wie gesagt, schon wieder ein bisschen schwieriger. Da verliert man einfach dann trotzdem wieder Boden, das, was man auf der Geraden rausfahren konnte. Da auch beste Beispiel auf der Geraden gerade noch recht nah ranfahren können in Turn 1 und dann, sobald es in die Kurvenpassagen geht, was natürlich echt blöd ist in Barcelona, weil das sind trotzdem ein paar Kurvenpassagen, ja, da fährt einem dann der andere weg bzw. hinten drauf. Ja, Jerome Eckhardt versucht jetzt da irgendwie ranzukommen und sich da wieder zu positionieren für die Startziel und vielleicht das mal vorbeifahren zu können. Ja, jetzt hätte er den richtigen Abstand. Da würde ich fast der Wette abschließen, dass das jetzt funktioniert. Und außenrum probiert es. Ja, aber auch da unglaubliche Geschwindigkeitsüberschuss. Ihr habt es gerade gesehen. Ne? Also da ist er, ja, ich sage jetzt mal 300 Meter vorm Turn 1 ist er noch neben ihm und dann zieht er da auf die letzten Meter einfach dran vorbei. Das ist wirklich ist heftig gewesen. Ja, und jetzt fährt er langsam auf seinen Teamkollegen auf Rudi Geis. Und Detlef Kiel versucht sich da ranzuhängen. Und da kommt mein Teamkollege raus. Uiuiui, was ist da passiert? Den hat es rausgedreht. Schauen wir mal. Sind wir am Bord bei ihm? Ja, da kommt er da schon ein bisschen weit raus. Ah, und dann, ja, dann kommt das Auto ins Schlingern. Und das ist so klassisch Mittelmotor einfach. Da kommt dann das Heck, fängt das Tanzen an und den dann abzufangen, ist extrem schwer. Problem ist jetzt bei ihm halt auch. Und Daniel hat jetzt leichten Frontschaden.
Da kann ich mich tatsächlich aus dem Rennen noch dran erinnern, 6 Sekunden waren das. Weiß gar nicht, ob er es jetzt hat reparieren lassen oder nicht. Da war nämlich so ein bisschen die Überlegung, reparieren lassen und oder 6 oder 7 Sekunden dann vielleicht rausfahren oder halt eben sein lassen und 7 Sekunden sparen. Ja, und da hängt er im Heck von seinem Teamkollegen, der Jerome Eckhardt. Und auch da kommt er links neben ihm, aber da macht halt Rudi Geis sehr gut dicht. Na, das ist halt, ja, Rennintelligenz, Rennerfahrung stark. Es macht auch Spaß, da einfach zuzuschauen. Ne? Ja, und da mein Teammate jetzt auf P14 zurückfallen. Natürlich übel, wenn man auf P4 startet und dann bis dahin eigentlich echt gut mitfahren kann. Dann ist es immer bitter, wenn man wegen sowas dann halt tatsächlich irgendwie 10 Plätze verliert. Da jetzt Detlef Heidkeep ganz, ganz nah an Helder Guerra dran. Und da kommt es sehr weit raus, der Helder. Ja, wenn er jetzt im Windschatten irgendwo, aber das sieht er schon, ne? Das ist echt verrückt. Die ersten paar Meter schon allein, wie der Audi wegfahren kann. Ja, ich wiederhole mich, aber das ist echt, was er in den Kurven einbüßt an Geschwindigkeit, hat er auf der Geraden. Das ist echt heftig. Ja, Andreas Volkmann, wie gesagt, neuer Fahrer dabei, Patrick Schröder, die beiden da hinten. Versucht natürlich Patrick Schröder jetzt auch vorbeizugehen, der ist ja gar nicht so schlecht gestartet. Er hat auch Positionen verloren durch seinen Dreher im Turn 3, glaube ich, war das, nach dem Start. Da hat sie ein Ferrari gedreht. Das ist Dominik Socha. Ist auch knapp gewesen hier. Konnte gerade noch ausweichen, der Patrick Schröder. Und da hier das Dreierpaket. Aus Rudi Geis, Jerome Eckhardt und Remo Kipfer. Ja, starker Dreikampf hier wirklich im Mittelfeld. Sind sehr, sehr eng beieinander. Und da ist halt, wenn einer einen Fehler macht, kann halt theoretisch Remo Kipfer an beiden vorbei. Oder ja, auch nur einer dran vorbeischlupfen. Also da ist jetzt gerade alles drin. Da hinten konnte sich Jan Hansl schon wieder so ein bisschen rankämpfen, trotz seinem Dreher. Ist jetzt auf P11 wieder vorgefahren. Fahren wir bei Dominik Socha mit, dem Ferrari, der sich gerade gedreht hat, ist jetzt hinter Andreas Volkmann zurückgefallen. Da bin ich über die Carbs gekommen, der Andreas Volkmann, da kommt dann das Auto leicht quer und das nutzt der Dominik Socha dann für sich aus und kann da vorbeifahren.
jetzt auf P15. Jeff Ewerts versucht da an David Büge dran zu bleiben, gelingt ihm auch ganz gut. Unter halbe Sekunde nur der Abstand. Und das ist schon eine starke Pace, die gehen da vorne, das Dreierpack. 9 Sekunden Abstand zum Viertplatzierten, zu Helder Guerra. Und das in 7 Runden. Also wie gesagt, ganz starke Pace, die gehen da vorne. Schauen wir mal, ob da der Audi wieder ein bisschen ranziehen kann hier. Ja, es ist schon wieder enger geworden, ja. Steffen Rosse kann sich da so langsam ein bisschen von mir auch absetzen. Ich hatte relativ früh echt Probleme mit den Reifen. Mir ist mein vorderer linker Reifen permanent überhitzt. Spanien, gut, ist bekannt dafür, dass vorne links ein bisschen, ja, nicht ganz so reifenschonend ist, um es mal so zu formulieren. Aber bei mir war es extrem. Also wir haben im Debriefing drüber gesprochen und da haben die meisten haben so, ja, unter 100 Grad. Eine sogar wirklich das optimal gemanagt mit an die 90, 92 Grad sowas. Mein Reifen war bei 115 Grad und das tatsächlich sehr, sehr bald. Und ich habe das echt gemerkt, also ich habe teilweise Untersteuern gehabt und das enorm. Von dem her musste ich da wirklich federn lassen von der Zeit her. Patrick Till war da in der Box, ist gerade rausgefahren wieder. Ja, und Schumacher hat jetzt wieder nah dran an seinem Teamkollegen. Steck dir nochmal zurück, probiere nicht. Oh, und da ist Rudi Geis rausgefahren. Oh jemine, da hat es ihn im Turn 1 rausgetragen. Heieieiei. Somit Jerome Eckhardt und Remo Kipfer an ihm vorbei. Ah, 2 Plätze verloren. Sebastian ist jetzt dann nah an Daniel Hofmann dran.
versucht sich da irgendwie hinten ranzuhängen, auch wieder zu positionieren für Start-Ziel. Einzige AMG Mercedes übrigens im Fahrerfeld bei uns. Ist aber auch stark, ne, hier, der AMG. Also da kann er nicht so weit wegfahren, der Audi. Also auch gute Topspeed. Ja, der trägt es ein bisschen weit raus. Ist ein bisschen verwarnungsverdächtig gewesen. Ja, und jetzt kann er schon ein bisschen wegfahren hier. Mein Teamkollege konnte sich da schon absetzen leicht. Da vorne haben wir jetzt ein bisschen einen 1-Sekunden Abstand. Jeweils von 1 auf 2, 2 auf 3. Also David Bügel kann sich da mit seinem Bentley absetzen nach vorne hin. Und auch Helder Guerra gibt Gas, auch mittlerweile, ja, über eine Sekunde wegfahren können von Detlef Kiep. Stefan Rossi 2,6 Sekunden hinter Detlef Kiep. Ich 1,5 Sekunden dahinter. Aber wie gesagt, ich muss da federn lassen. Bei mir war eben dieses Reifenproblem, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte. Und ich habe da wirklich merklich Runde zu Runde verloren. Und konnte mich da wirklich nicht dran halten. Jerome Eckhardt kann auch so ein bisschen wegfahren von Remo Kipfer, 1,5 Sekunden Abstand. Und dahinter direkt Rudi Geis in einem guten Fenster. Also schon in Schlagdistanz 0,6 hinter Remo Kipfer jetzt. Und die beiden sind ja, was Topspeed angeht, ziemlich ähnlich auf Startziel. Teammate mittlerweile wieder auf 11 hochgefahren von der 14 nach seinem Dreher. Also auch wieder von der Partie, ne? Dominik Socher fährt in die Box. Hat einen Schaden am Auto. Da jetzt Patrick Tild und Jan Hansel im Zweikampf. Denkt sich da schön in Windschatten vom Patrick Tild. Nutzt es da auch aus. Wild außen vorbei. Too wide in Turn 1. Ah, schöner Zweikampf und Patrick Tild kann sich da nochmal durchsetzen.
probiere das nochmal. Jetzt innen vielleicht. Ja, besser positioniert. Und David Büge kommt da von hinten zum Überrunden. Jan Hansl ist da, glaube ich, in seinem Zweikampf so ein bisschen im Tunnel. Ich glaube, der hat gar nicht mitbekommen, dass hier David Büge am Überrunden ist. Versucht jetzt natürlich irgendwie den Windschatten zu nutzen von David Büge, um sich da abzusetzen. Geht jetzt rüber, um die vorbeizulassen. Aber gut, ja, waren sie noch nicht nah genug dran. Kann man vertreten, ne? Dass man da nochmal zurücksteckt. Lässt sie aber jetzt dann, ja, jetzt dann hier vorbeifahren. Hat ein bisschen Zeit gekostet jetzt, diese Überrundung für die beiden. Patrick Till jetzt 0,8 hinter Jan Hansl. Muss sich da wieder ein bisschen rankämpfen. Ja, und Dominik Socher hat, so wie es ausschaut, abgestellt. Detlef Kiep und Helder Guerra, die schenken sich da nichts, ne? Da geht's wirklich hauteng zu. Und das ist halt auch was, das macht halt auch Spaß, ne? Das geht halt über Runden so, ne? Teilweise sogar übers ganze Rennen, wo die da auf 04, 05, 06 mal eine Sekunde vielleicht Abstand hinterherfahren und da versuchen irgendwie aneinander vorbeizukommen. Da hofft er jetzt wieder so ein bisschen auf Startziel. Detlef Kiep. Hoffnung stirbt hier zuletzt bekanntlich. Weil, wie gesagt, gegen ein Audi ist, glaube ich, eher wirklich in den kurvigeren Bereichen die Überholmöglichkeit wesentlich mehr da, wie auf Startziel jetzt auf einer langen Geraden. Ne? Und Rudi Geis jetzt sehr nah an Remo Kipfer dran. Remo Kipfer fährt rein. Jetzt kommen wir auch so langsam in die Phase, wo man zum Pflichtboxenstopp geht. So, mit Rudi Geis jetzt auf 9. Hannes Bärwinkel vorne 0,8 hinter Jeff Ewerts. Und David Büge macht sich da so ein bisschen davon. 2,5 Sekunden mittlerweile Abstand. Ein Teamkollege auf Position 10. Auch ein Stück weit den Boxenstops geschuldet. Steffen Rosse auf P6. Ich bin da mittlerweile 6 Sekunden dahinter. Hatte da auch einen kleinen Fahrfehler drinnen. Der mich gut 2-3 Sekunden gekostet hat. Kam ich von der Strecke ab.
sieht man, glaube ich, nicht hier. Noch Steffen Rosse fährt in die Box. Oh! Was ist hier passiert? Um Gottes Willen. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Steffen Rosse fährt in die Box und Detlef Kiep stand in der Box schon quer. Jetzt versuchen sie sich hier wieder irgendwie raus zu manövrieren. Oh je, und Daniel Hofmann fährt auch in die Box. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Steffen Rossi kommt aus der Box zurück und fährt meinem Teamkollegen ins Auto. Das schauen wir uns nochmal an. Was ist denn hier los? Jetzt fahren wir beim Detlef Kiep mal mit. Ja, ja, ja. Ja, hier fährt er in die Box. Oh, und da kommt er. Okay, da kommt er, bleibt er innen an der Wand hängen. Steht quer in der Boxengasseneinfahrt und Steffen Rossi kommt da von hinten und fährt ihm voll ins Auto. Ja klar, der sieht es natürlich auch nicht, ne? Detlef Kiep hat sich jetzt geportet in die Box, ja, und Steffen Rossi versucht da irgendwie rauszufahren. Ist natürlich streng genommen nicht erlaubt, gegen die Boxengasse, also gegen die Fahrtrichtung aus der Boxengasse rauszufahren. Hätten wir vielleicht auch porten können. Aber gut, was machst du in dem Moment, ne? Ja, das Auto habt ihr gesehen, hat übel ausgeschaut von meinem Teamkollegen. Das war... Okay. Also das sieht man auch nicht oft. Jerome Eckhardt, Fahne auf 5 jetzt. 2,2 Sekunden hinter mir. Aber ich kann euch sagen, auch der kam erschreckend schnell näher. Ich muss dann auch wirklich unabhängig jetzt auch mal von meinem Tank, der dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch mal gut leer war. Musste ich reagieren, weil, wie gesagt, meine Reifen runter waren, fertig waren. Ja, jetzt schon nur noch 1,9 Sekunden dahinter. Ja, Steffen Rossi steht in der Box. Der hat auch abgestellt, genauso wie Detlef Kiep auch. Die beiden kann ich schon mal vorwegnehmen, die sind dann immer weitergefahren. Schöne Positionierung da vorne, da wird es mir gefallen. Leider Gottes ist die nicht lang von Dauer. P2 wäre schon mal was. Und die beiden hier, die fahren nebeneinander aus der Box raus. Kann man machen, Helder Quera und mein Teamkollege. Ja, da geht's um jede Position, wird da gekämpft, ne? Also jetzt kann ich auch die Frage beantworten von vorhin. Er hat es reparieren lassen, so wie es aussieht. Kam ja auch ein bisschen was dazwischen, ne? So, jetzt mache ich mich auch auf den Weg in die Box. Und hinter mir direkt Jerome Eckhardt, der mir gerade noch auf 1,5 Sekunden dran hing. Jetzt gemeinsam in die Box rein. Ist natürlich interessant, wer den besseren Stop hat, ne? Wer hier besser wieder rauskommt. Ja, und Hannes Bärwinkel fährt wieder raus. Auch sein Stop.
überstanden, hinter sich gebracht, ist jetzt auf P1. Wenn das Tableau stimmt. Chef Everts auf 3. Ah, okay, jetzt sind wir Boxen bereinigt vom Tableau her. Das heißt, also P1 derzeit Patrick Schröter, der war noch nett in der Box. Auf 2 David Büge, der kam wieder vor den beiden raus. Auf 3 Jeff Everts, auf 4 Hannes Bärwinkel. Andreas Volkmann auf 5. Aber auch der war noch nett in der Box. Helder Guerra auf 6, ich auf 7. Matthias Weckl. Jerome Eckhardt jetzt auf 7. Ich auf 8. Das heißt, auch wenn wir es im Bild nicht sehen, Jerome Eckhardt scheint hier besser aus der Box rausgekommen zu sein wie ich. Bin jetzt 3 Sekunden dahinter. Hinter mir Rudi Geis, 5,9 Sekunden Abstand. Dann kommt Remo Kipfer. Ja, jetzt fährt auch Patrick Schröter rein. Somit hat David Büge die Führung wieder übernommen und führt jetzt wieder das Feld an. Andreas Volkmann auf P5 aktuell. Wie gesagt, der war aber noch nett in der Box. Helder Guerra auf 5, 3 Sekunden hinter Andreas Volkmann. Das wird sich wahrscheinlich gleich aufheben. Oh, und da kommt Andreas Volkmann raus. Heieiei. Da hat sie ihn an der, ja, wohl gefährlichsten Stelle auf der ganzen Strecke. Da hat sie jetzt, glaube ich, den 3. oder 4. rausgedreht. Unter anderem Daniel Hofmann. Ja, und das sieht man, da kommt er viel zu weit innen auf die Kurve. Steht das Auto schon quer, das Heck kommt rüber. Und will da noch gerade ausfahren, aber verliert dann im Rasen das Auto und rutscht wieder zurück auf die Strecke. Da ist zum Glück nicht mehr passiert, also Helder Guerra konnte davon vorbeifahren, gut reagiert. Somit, ja, ein Unfall vermieden an der Stelle. Remo Kipfer, 2,3 Sekunden hinter Rudi Geis jetzt. Rudi Geis 1,5 Sekunden hinter mir. Also auch der macht Druck jetzt. Standen nicht, was da mit meinem Auto los war. Oder vielleicht lag es einfach wirklich an mir. Das weiß ich nicht. Weil die Pace von mir war echt schlecht, wenn ich mir das so anschaue. Ich habe da mittlerweile 7,5 Sekunden auf dem Jerome Eckhardt, auf den ich vorhin noch 3,5 hatte. Also entweder da war auch wieder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber es wird ja ständig mehr, ne? 8,2. Also meine Pace war einfach schlecht. Rudi Geis auf 0,9 jetzt dran.
unter eine Sekunde. Und das innerhalb von, ich sage jetzt mal, einer halben Runde. Patrick Schröter jetzt an Jan Hansel dran, 0,4 Sekunden. Also auch sehr, sehr eng da. Vorne schon in Sichtweite. Patrick Till, die fahren da recht eng miteinander. Ja, schön den Exit erwischt hier. Für Startziel. Das probieren. Ne, ist jetzt zu weit weg. Da jetzt vielleicht außenrum. Ja, jetzt hat er die bessere Position natürlich, auch wenn er da gerade außen war, hat er am Anfang schlechter ausgeschaut. Aber durch das, dass er eben dann die nächste Kurve, Rechtskurve ist, war er innen und somit perfekt, super schöner Move hier vorbeigegangen an Jan Hansel. David Büge kann sie hier so ein bisschen aus dem Staub machen. 4,1 Sekunden mittlerweile von Jeff Eberts weg. Hannes Bärwinkel dicht dahinter, 0,6 hinter Jeff Eberts. Also da ist noch alles drin, würde ich sagen. Wobei David Büge da schon gut Luft hat nach vorne jetzt. Jan Hansel jetzt auch schon nah an Patrick Till dran. Und Rudi Geis, da fehlt jetzt wirklich nicht mehr viel, bis es da zum Zweikampf kommen wird. Mal so langsam los. Kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Ja, und da sieht man es schon halt auch wieder, die Gerade, ne? Wir haben im Debriefing gequatscht. Der Rudi sagt, das war echt heftig. Also da konnte man nah dran sein, wie man wollte, auf der Geraden vorbeizugehen, nicht dran zu denken. Jan Hansel jetzt hier an Patrick Schröter, an Patrick Till. Jan Hansel jetzt hier an Patrick Till dicht dran. Jetzt versucht er es außenrum. Aber da war er noch einen Tacken zu weit weg. Aber schon sehr, sehr nah dran, sehr, sehr eng. Und jetzt ein Exit gut erwischt für Startziel, dann dürfte es da klappen. Da möchte ich mich fast festlegen. Ja, das wird was, denke ich mal. Aber trotzdem sehr eng, ne? Man sieht halt markengleich das Duell hier. Kann aber da trotzdem die Nase vorn behalten. Geht im Turn 1 vorbei. Jetzt also Jan Hansel vor Patrick Till.
Ja, und ich muss mich da echt gut breit machen. 2 Zehntel nur noch der Abstand. Und der drückte Rudi Geis schon elendig. Ja, war auch ein riesiges Duell, ne? Hat riesig Spaß gemacht. Ja, und apropos Spaß gemacht, wenn ihr da mit dabei sein wollt. Aktuell haben wir im GD3-Bereich tatsächlich einen Aufnahmestopp machen müssen. Der läuft noch bis zum 10. Juni. Danach kann es sein, dass wir die Liga wieder aufmachen. Also wenn ihr Lust habt, da mit von der Partie zu sein, www.hobe-simracing.de, da dann registrieren, Liga-Anmeldung ausfüllen, mit Discord verbinden und dann seid ihr vielleicht beim nächsten Rennen live dabei, im Auto, nicht nur am Bildschirm. Ja, und Rudi Guy ist jetzt schon, wie gesagt, sehr, sehr nah dran, das ist jetzt schon ein Wimpernschlag, der ist eine Millisekunde zu bald gebremst, ist schon ein Fehler und wie hier passiert. Rudi Geis kann da innen reinziehen, ist jetzt außen. Ich habe da noch den Vorteil, dass ich innen bleibe für die nächste Kurve, kann mich da also nochmal verteidigen. Ja, aber war wie gesagt starkes Duell, das macht halt einfach Laune, ne? Oh, und da verfährt er sich. Verbremst er sich oder kommt zu weit? Schauen wir mal. Das Replay. Ja, okay, der bremst einfach auf den Korb, ne? Und kommt dann von der Strecke ab. Muss da einen Umweg nehmen, aber hat es gut abgefangen. Also ohne Drehen, ohne alles, kommt er da wieder zurück auf die Strecke. Somit, ja, ein bisschen Zeit gut gemacht. 3 Sekunden mittlerweile dann. Dank dem Verbremser, sage ich mal, aus meiner Sicht. Jetzt ein bisschen luftiger nach hinten wieder. Das heißt halt, den Abstand irgendwie beizubehalten. Und ich kann euch sagen, es war extrem schwer, gerade auch hier jetzt schon. Wir gehen so langsam Richtung Rennende. Wir haben noch 10 Minuten 40. Und ja, meine Reifen haben auch hier vorne links. Ja, war nicht schön, der Anblick auf dem Display, ne? Also auch hier wieder 113, 115 Grad. Und ich habe beim Setup einstellen tatsächlich darauf geachtet, mit der Spur zu spielen, mit dem Sturz zu spielen, dass ich irgendwie den Reifen vorne links kühl bekomme, nichts zu machen. Bremsluftkanäle voll offen, keine Chance, irgendwie den Reifen runter zu kriegen. Weiß nicht, was ich da falsch mache, weil wie gesagt, andere schaffen es auch. Aber das war graus, ne? Patrick Till jetzt auf P11. Jan Hansl kann sich da so ein bisschen absetzen. 1,5 Sekunden mittlerweile wegfahren. Ja, Steffen Rosse hat auch abgestellt, ebenso wie Detlef Kiep, die beiden, die sich da in der Boxengasse mehr oder weniger ungewollt getroffen haben. Wie gesagt, die haben dann abgestellt. Mein Teamkollege auf P13, nach dem langen Schaden, den er da reparieren lassen musste. Knapp 1 Minute 30 Standzeit, somit eigentlich fast eine Runde verloren von der Zeit her. Andreas Volkmann jetzt gecleant nach dem Boxenstopp auf P14.
Patrick Till, der steckt natürlich nicht auf. Versucht er wirklich an Jan Hansl wieder ranzufahren. P10 ist drin. Das weiß er wahrscheinlich auch. Und wenn man davon ausgeht, dass halt ein Fehler mal schnell passiert, sind halt 1,8 Sekunden nicht die Welt, ne? Ja, und Hannes Bärwinkel 0,5 hinter Jeff Evers jetzt. Die laufen jetzt gerade auf Andreas Volkmann auf. Wir sind an dem vorbei. Immer ein bisschen heikle Situation, weil man einfach aufpassen muss, dass dann der hinter einem nicht auch noch mit durchschlupft beim Überrunden. Ja, aber super fair von Andreas Volkmann hier. Ganz stark, fährt hier zur Seite, macht Platz. Zeigt, wie sich da nicht einmischen wahrscheinlich vorne. Die fahren an andere Plätze wie ich. Stark, gut ab. Sowas, das ist einfach fair. Und das macht einfach Spaß, ne? Ja, Hannes Bärwinkel hängt jetzt wirklich im Heck. Und er kann auch echt gut dranbleiben. Also für das, dass der Audi eigentlich stark ist, kann der Porsche da echt gut mitgehen auf der Geraden. David Büge 3,8 Sekunden vor Jeff Evers jetzt. Ja, und Rudi Geis wird immer größer bei mir schon wieder im Rückspiegel. 1,5 Sekunden nur noch, wieder 2 Sekunden knapp rausgefahren. Das, was er gemeint hat, ne? Also auf der Geraden, da war ich halt immer kleiner, aber sobald dann die Kurvenpassage anfängt, ja, kann er wieder wirklich gut hinfahren. 1,3 Sekunden nur noch. Jetzt probiert Hannes Bärwinkel innen gegen Helder Guerra. Der kann sich aber nochmal verteidigen hier. Jetzt raus auf Startziel. Das ist er halt gut im Windschatten hier, Hannes Bärwinkel. Mal schauen, ob er das noch verteidigen kann, ob er das noch abblocken kann, der Helder Guerra. Das sieht aber dann auch aus, ja. Ja. Da wird's noch nix. Unter eine Sekunde schon wieder dran, Rudi Geis hier. Ja, wird eng. Meine Blicke gingen da ständig zwischen Tankuhr und Reifenabnutzung hin und her. Tankuhr, weil ich noch geprägt bin von Nürburgring, glaube ich, war das. Nürburgring oder Imola, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Nürburgring war es, genau, wo ich keinen Sprit mehr hatte. Sprit in der letzten Runde ausgegangen, auf P4 liegend. Von dem her packe ich mir immer lieber ein, zwei Literchen mehr wie mein
ACC Drive App mir vorschlägt rein. Ja, und da ist halt schon auf Schlagdistanz jetzt, ne? Und hier geht er vorbei. Ja, das war's erstmal. Muss ich mich hinten anstellen. Das heißt, dranbleiben irgendwie und schauen, da vielleicht trotzdem noch dran vorbeizukommen. Wird aber sehr schwer werden. Oh, und da trägt es sehr weit raus. Oh je, meine. Und da kann ich wieder vorbeigehen, jawohl. Ja, das war mehr Glück als Verstand. Schauen wir mal zurück in Runde 30. Zweikampf Hannes Bärwinkel gegen Jeff Ewerts. Da ist Hannes Bärwinkel sehr nah dran jetzt. Also jetzt wird es wahrscheinlich unten in der Linkskurve probieren. Nee, da steht es ja nochmal hinten an. Ah, jetzt kann er vorbei. Ja. Okay, da kam er sehr weit raus, der Helder Guerra. Und jetzt durch das die nächste auch links ist, ist er vorbei. Kommt leichtes Heck ein bisschen, aber gut reagiert und somit P2 für Hannes Bärwinkel, P3 Jeff Ewerts. Ja, wir gehen in die Runde 32. Lang haben wir nicht mehr. David Büge führend auf Position 1. Das Ding würde sicher nach Hause fahren. 4,2 Sekunden Vorsprung mittlerweile auf die beiden hinten. Da dürfte nichts mehr passieren. Jetzt fährt er sicher heim, denke ich. Oh, da kommt ein bisschen weit. Oh, der Overlad. Jetzt dreht es ihn raus. Jetzt dreht es ihn raus. Ich sag's gerade noch, das kann ja nicht sein. Jetzt dreht es ihn weg und muss hier Hannes Bärwinkel und Jeff Ewerts ziehen lassen. Ich sag's gerade noch. Sicher heimfahren, da geht's gar nicht mehr um Zeiten. Nur die Position halten. Oh je, meine. Und da kommt er zu weit raus. Da kommt ihm das Heck. Und kann er nicht mehr abfangen. Gut, dass er nicht eingeschlagen ist. Ach, Jemini, ist das schade. Schade, schade. Ist das schade. Da führst du über ein komplettes Rennen, das Rennen an, das Feld an, auf P1 liegen und in der letzten Runde. Ja, jetzt wird es nochmal eng hier auch zwischen mir und Rudi Geis. Ich wollte natürlich den 6. Platz heimfahren. Und habe hier alles versucht, dass Rudi Geis hinter mir bleibt. Hab mich hier sehr breit gemacht. Hab natürlich die Streckenbreite ausgenutzt. Ja, und dann fahren wir mit beim jetzt führenden Hannes Bärwinkel. Da geht es jetzt auf die letzten Kurven. Und wenn nicht da auch noch was passiert, dürfte das relativ sicher jetzt dann sein. Jetzt geht es nochmal in die Schikane. Einmal links, einmal rechts. Dann gehen wir nochmal rechts rum. Und dann sind wir auf Startziel. Das heißt, jetzt glaube ich, kann ich sicher sagen, Hannes Bärwinkel gewinnt den Cup von Barcelona. Dahinter Jeff Ewerts auf P2, David Büge auf P3. Helder Guerra wird als Vierter ins Ziel fahren. Hier haben wir Jerome Eckhardt, geht auf Position 5 ins Ziel. Ja, und hier die beiden Streithähne, hätte ich fast gesagt. Matthias Weckel, meiner einer, auf P6 und Rudi Geis dicht hinter mir. Ja, Startziel, kommt er nicht vorbei, das war mal klar, somit
dieses einfach nur nicht den Fuß vom Gas nehmen. Und somit habe ich es auf P6 geschafft. Rudi Geis mit 0,224 dahinter auf P7. Remo Kipfer auf P8. Patrick Schröter geht als 9. ins Ziel. Patrick Till geht als 10. ins Ziel. Sebastian wird 11. Jan Hansel geht auf die 12 über die Ziellinie. Mein Teammate, ja, bei dem das Rennen leider nicht wirklich rund lief, geht auf 13 ins Ziel. Andreas Volkmann, der das erste Mal mit am Start war, mit dabei war, super fairer Fahrer, macht echt Spaß, geht als 14. ins Ziel, Detlef Kiep 15 und Steffen Rosse auf der 16. Dominik Socher, der ist gar nicht mehr dabei, der scheint sich vorher schon abgemeldet zu haben, den Server verlassen zu haben, wäre auf P17 gelistet. Ja, somit haben wir es hier vom Barcelona Cup in der Hove Sim Racing Pro AM. Und ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, gern ein Abo dalassen. Gerne auch einen Daumen hoch dalassen. Die Glocke läuten, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt, was Videos angeht. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.